Hallo und herzlich willkommen zu einem Videotutorial zum Thema komplexe Gruppenschaltung. Heute möchte ich mal eine Beispielaufgabe vorstellen, die wir dann nach und nach lösen möchten. Und zwar geht es um die Schaltung, die hier angegeben ist, also eine Parallelschaltung aus Widerstand und Induktivität und dazu in Reihe eine Parallelschaltung aus ohmischem Widerstand und Kapazität. Die Werte der Bauelemente sind gegeben. Und die Gesamtspannung ist gegeben mit dem Betrag 10 Volt, Phasenwinkel 0 Grad und einer Frequenz von einem Kilohertz. Und dazu sollen folgende Aufgaben gelöst werden. Zunächst einmal sollen alle Impedanzen berechnet werden, dann die Gesamtimpedanz der Schaltung, dann alle Spannungen und alle Ströme. Und zu den Spannungen und Strömen soll dann zum Schluss noch ein Zeigerbild gezeichnet werden. Okay, beginnen wir mal mit dem ersten Teil. Ich denke mir, das ist noch relativ einfach. Das heißt, wir berechnen erstmal alle Impedanzen. Die ohmischen Widerstände sind bereits gegeben. Das heißt, hier brauchen wir eigentlich nichts mehr zu machen. Wir müssen also die induktive Impedanz und die kapazitive Impedanz berechnen. Dazu haben wir für die induktive Impedanz die Formel XL komplex ist gleich J Omega L. Und wenn wir da die Werte einsetzen, 2π mal 1000 Hertz mal 50 Millihenry, dann kommen wir auf eine induktive Impedanz von J314 Ohm. Das gleiche für die Kapazität. XC ist gleich minus J durch Omega C. Entsprechend die Werte eingesetzt. Dann haben wir eine Impedanz von minus 397 Ohm. Okay, das war schon der erste Teil der Aufgabe. Im zweiten Teil soll die Gesamtimpedanz berechnet werden. Und ja, das möchte ich zunächst einmal als kleine Hausaufgabe stellen. Ich werde dann in der nächsten Woche einmal einen Ansatz hierfür zeigen, wie man die Gesamtimpedanz berechnen kann. Und dann anschließend wird diese Impedanz dann auch berechnet werden.